Hey Leute, was geht ab? Ich bin Nico und ihr seid gerade auf iNicoTV. Ich habe mich mal dazu entschieden, ein News-Video zu machen. Sprich, ich werde euch erzählen, was seit dem 1. Juni alles in Animal Crossing sich verändert hat. Sprich, was alles neu hinzugekommen ist. Ich habe halt gemerkt, dass es in diesem Monat vor allem einiges ist und ich möchte nicht, dass ihr irgendetwas davon verpasst, weil das wirklich saucoole Sachen sind, die schon richtig Bock machen und ja. Aus diesem Grund habe ich mich dafür entschieden, mal sowas anzuprobieren. Das ist halt auch mein erstes Mal. Ich probiere es einfach mal aus. Ich würde sagen, wir schaukeln das schon zusammen. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. In diesem Monat gibt es insgesamt zwei Events und zwei Neuerungen, von welchen ich euch erzählen möchte. Und ich würde sagen, wir starten zunächst einmal mit den Events. Am 1.6.2020 hat nämlich die Hochzeitssaison gestartet und wird auch bis zum 30.6. laufen. Hierbei ist es so, dass ihr zwei sehr bekannte Gesichter aus Animal Crossing New Leaf und Animal Crossing Pocket Camp, nämlich Rosina und Björn, zu Gesicht bekommen, denn sie wollen nämlich ihren Hochzeitstag feiern, indem sie auf Harveys Insel ein paar Hochzeitsfotos schießen wollen und um so wieder an die schöne alte Zeit nostalgisch erinnert zu werden. Hierbei ist es so, dass sie euch bitten werden, nicht nur die Fotos für sie zu machen, sondern auch den Raum für sie zu gestalten. Sprich, ihr könnt halt aus einer Reihe von Möbeln wählen, was ihr haben wollt, könnt den Raum gestalten, wie ihr möchtet und könnt dann am Ende ein perfektes, war das richtig, Foto für sie zu machen. Und wenn ihr diese Fotos dann gemacht habt und bei Rosina abgebt, könnt ihr nämlich exklusive Geschenke bekommen bzw. Belohnungen bekommen, welche ihr nur während der Hochzeitssaison bekommt und bekommt zudem Liebeskristalle. Diese Liebeskristalle könnt ihr wiederum bei Björn gegen Möbelstücke, Tapeten und so weiter, alles was mit diesem Hochzeitsevent zu tun hat, eintauschen. Bei diesen Items handelt es sich auch um exklusive Gegenstände, welche es auch nur an diesem Event gibt. Sprich, ihr solltet auf jeden Fall die Zeit nutzen, solange es geht. Wie gesagt, es geht vom 1. Juni bis zum 30. Juni. Ihr habt also noch ordentlich Zeit. Und ja, nun würde ich aber sagen, kommen wir auch schon direkt zum zweiten Event, bei welchem es sich nämlich um die Sommermuscheln handelt. Wenn ihr nämlich schon im Juni vielleicht am Strand entlang gelaufen seid, ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass einige Muscheln etwas blauer sind als die anderen, beziehungsweise dass die, ja, wie sagt man, etwas special sind. Und das hat halt den Grund, weil das nämlich Sommermuscheln sind. Diese Muschelart soll es nämlich zwischen dem 1. Juni und dem 31. August geben. Sprich, so lange könnt ihr diese Muscheln einsammeln und ihr könnt sie für einen relativ teuren Preis verkaufen, nämlich 600 Sternis. Damit ist es schon eine Muschel, welche schon ein paar mehr Sternis bringen kann. Ich persönlich würde euch aber empfehlen, nicht die Muscheln zu verkaufen, sondern für einen anderen Zweck zu verwenden, nämlich für Rezepte. Ihr könnt nämlich während dieses Events bestimmte DIY-Rezepte bekommen, welche es sonst eigentlich nicht gibt. Und bei diesen Rezepten ist es nämlich so, dass ihr diese wie auch andere DIY-Rezepte durch zum Beispiel Nachbarn bekommen könnt oder indem ihr halt Ballons abballert oder vielleicht indem ihr eine Flaschenpost aufsammelt, in der ihr eine solche Anleitung finden könnt. Bauen könnt ihr daraus auf jeden Fall sehr, sehr nice Items, wie zum Beispiel ja ganz bestimmte Tapeten oder Teppiche, welche halt alle so ein Strandthema haben. Also ich habe schon zwei Tapeten gesehen, die sehen schon ziemlich heftig aus. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, verstärkt diese DIY-Anleitung auf jeden Fall einzusammeln. Es lohnt sich sowas von und ja, ist auf jeden Fall auch ein cooles Event, welches man auch noch so gut zwischendurch nebenbei machen kann. Nun spreche ich aber auch nochmal zwei Sachen an, welche neu ins Spiel hinzugefügt wurden und es vorher noch nicht gegeben hat. Und ja, ich würde sagen, wir fangen hierbei bei einer Neuerung bei Dodo Airlines an. Hierbei ist es so, dass ihr nämlich bei dem Pelikan Udo, das ist der Typ, der immer diese Erdbeersoßen an Schokoladenkuchen Sachen bringt, nur noch den Verkaufskistenservice nutzen könnt. Sprich, wenn ihr zum Beispiel auf Maieninseln fliegt, könnt ihr dort einfach Gegenstände, welche ihr eigentlich auf eurer Insel wieder verkaufen wolltet, schon vor Ort verkaufen. Dadurch wiederum habt ihr natürlich mehr Slots in eurem Inventar, sprich, ihr könnt noch mehr Sachen von eurer Insel bzw. von der Maieninsel mit nach Hause bringen. Das ist natürlich eine ziemlich coole neue Funktion, die es im Spiel gibt. Und ja, natürlich ist es aber auch so, dass ihr wie bei Toom Nook dann 80% nur des Verkaufspreises bekommt und das Geld euch dann anschließend auf euer Konto gutgeschrieben wird, was ihr dann halt auch relativ schnell erhalten solltet. Und zu guter Letzt, wenn wir schon mal bei Nox Laden sind, vielleicht haben schon einige von euch bemerkt, aber ein neuer Slot wurde freigeschaltet für ein neues großes Möbelstück. Warum genau das jetzt erst im Juni freigeschaltet wurde, beziehungsweise warum es überhaupt freigeschaltet wurde, kann ich euch gar nicht sagen. Aber ich bin auf jeden Fall der Letzte, der sich darüber beschwert. Ihr kennt es mit Sicherheit selber. Ihr wollt, denke ich mal, auch einfach mehr Platz haben. Sprich, dass ihr mehr Möbel kaufen könnt an einem Tag auch und nicht immer wieder bis zum nächsten Tag warten müsst, bis dann mal wieder neue Möbel gekommen sind. Und ja, ich denke mal, dass das auch schon mal ein gutes Zeichen dafür ist, dass sich das in eine, ja, richtige Richtung entwickelt. Also, dass man halt generell mehr Platz bekommt. Ich denke mal, dass auch mit dem nächsten oder übernächsten großen Update auch endlich die dritte Ladenstufe freigeschaltet wird. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich denke mal nicht, dass ich der Einzige dabei wäre. Also ich glaube, jeder von euch wäre echt dankbar dafür, wenn er endlich mal seinen Laden erweitern könnte. Und ja, von daher, das wäre aber auf jeden Fall schon alles.
gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, beziehungsweise hoffe, ihr habt vielleicht neue Informationen dazu gewonnen, was ihr vielleicht noch nicht wusstet, was aktuell gerade stattfindet, was man auf jeden Fall nicht verpassen sollte. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit den Events, viel Spaß mit den neuen Sachen. Probiert euch aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch gerne eure Hochzeitsbilder schicken. Also sprich, wenn ihr von Björn und Rosine ein Hochzeitsbild geschossen habt und die Einrichtung schön gemacht habt und so weiter, könnt ihr mir gerne mal davon ein Bild schicken. Es würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie ihr das Ganze denn eingerichtet habt. Ich muss zugeben, ich geier momentan einfach nur die Möbel und klatsche das einfach irgendwie zu. Hauptsache, man bekommt viele Liebeskristalle. Aber ich habe schon viele kreative Ideen gesehen und ich richte momentan auch zu Hause einen Raum ein, der dann auch ordentlich aussehen soll. Und ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Und ja, es wird morgen nochmal ein Video rauskommen. Ja, Leute, ich habe tatsächlich diese Woche 2 Videos gemacht. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch da mal morgen mein Video auschecken würdet. Und ja, wenn euch generell mein Kanal gefällt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Es werden regelmäßig Videos rauskommen, alles rund um Animal Crossing. Von News-Videos zu Tutorials und noch viel mehr wird hier auf jeden Fall vieles noch kommen. Und ja, gebt diesem Video auch bitte gerne einen Daumen nach oben, wenn euch denn das Video gefallen hat. Damit würdet ihr mich auf jeden Fall sehr unterstützen. Und ja, in diesem Sinne würde ich aber noch sagen, viel Spaß beim weiteren Zocken. Haut rein, euer Nico.